Fast 3 Jahrzehnte gibt es mittlerweile schon das international bekannte Kurzfilmfestival Alpinale. Heuer wurden mehr als 600 Filme eingereicht. Eine Jury hat dann 34 Filme für das Festival in Nenzing ausgewählt. Das Spektrum der gezeigten Werke ist beeindruckend. Das Publikum kann sich auf 34 ausgesuchte Filme freuen. Eingesendet wurden 152 Stunden Filmmaterial aus 53 Ländern. Die meisten beim Festival vertretenen Filme kommen aus Deutschland. Los geht's. Hast du Angst? Glaube ich nicht. Aber auch Vorarlberg spielt eine große Rolle. Da legen wir sehr viel Wert darauf, dass Vorarlberg vertreten ist. Wir haben eine eigene Kategorie, die Vorarlberg Shorts. Und jeden Abend gibt es einen lokalen Film zu sehen. Darunter ist auch ein Kurzfilm über die Tricks der Skater. Ich finde, das sind brutal lässige Filme miteinander in Vorarlberg. Und sie haben sehr viel Potenzial vorhanden, um viele neue Kurzfilme zu machen. Und vielleicht ist heute der ein oder andere umeinander, der vielleicht auch anfängt, um einen Kurzfilm zu produzieren. Mit nur 70.000 Euro Budget ist es der Alpinale gelungen, für Filmemacher und Publikum ein äußerst attraktives Festival zu gestalten. Ich finde, dass die Qualität des Programms sehr, sehr gut ist. Und ich finde es ganz toll, dass es so einen Ort gibt, der so klein ist und so tolle Filme gezeigt werden. Nicht viel zum Tun. Oh, das Standard, was der. Waschen, legen, föhnen. Es ist eine interessante Veranstaltung, weil jedes Jahr neue Kurzfilme präsentiert werden, die sonst nicht im Fernsehen kommen. Und es ist eine große Bandbreite. Das Kurzfilmfestival Alpinale in Nenzing dauert noch bis diesen Samstag.